Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Emily's Road Trip. Wir machen weiter mit Level 4, Verletzung. Mondblüte sorgt sich wegen Patricks Unfall, okay? So, was können wir uns denn kaufen? Können wir uns überhaupt hier irgendwas kaufen? Ich weiß gerade gar nicht, 350? Nö, okay. Dann legen wir einfach so mal los. Emily, wie geht es Patrick? Er hat sich doch nicht verletzt, oder? Ihm geht es gut, Mondblüte, ehrlich. Tatsächlich hat er sich den Tag freigenommen, um an meinem mobilen Imbisswagen herumzuwerkeln. Der Brutzel to go? Oh mein Gott. Ja, an ihm mussten einige Dinge repariert werden und es fehlten eine Reihe von Ersatzteilen. Ehrlich gesagt will er sich, glaube ich, nur für einen Moment von seinen Blumen ablenken. Seitdem er die Blumen nicht mehr im Gewächshaus züchtet und nur natürliche Schädlingsbekämpfungsmittel einsetzt, kann er seine Blumen nur noch schwer verkaufen. Also ich liebe ja die Tatsache, dass er einen biologischen Ansatz wählt, der gut für unsere Mutter Erde ist. Danke, ich wünschte nur, dass mehr Kunden so denken würden. Nun ja, vielleicht würden sie das ja, wenn sie davon wüssten. Ach, und jetzt rührt sie da die Werbetrommel, oder was? Das wäre zumindest ganz cool. So, habe immer alles vorrätig. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Die Zwiebeln sind doch die einzigen Sachen, die ich überhaupt vorrätig haben kann, ne? Alles andere sieht ja soweit ganz, ja, ganz okay aus. So, wo haben wir denn die Ananas? Ach so, hier. Muss ich da ein Stückchen auswählen? Ach so, okay. Hier, bitteschön, meine Liebe. Dann ist das auf jeden Fall schon mal für dich. Könnten wir diese Tüten da auch nehmen? Nein, können wir nicht. Okay. Hallo Karl, wie schön, dass du dich auch wieder hier rumtreibst. Und euch bringe ich dieses Ding, wo ich immer noch nicht weiß, was das ist, aber naja, gut. Und was ist mit dir, mein Freund? Du bekommst hier einmal das Gesamtpaket. Sollte ich abkassieren? Schaut mal, die drei Sterne. Ach komm, ich kassiere mal eben. Die sind alle relativ weit hinten, aber gut. Wird schon irgendwie hinhauen. So, wir haben einmal die Aubergine und das komische Honigding. Ah, die sind jetzt auch fertig. Sehr gut, dann kassiere ich mal eben. Ach, jetzt steht er dahinter. Na super. Nehme ich ihr eben den Kram. So, dann haben wir da wenigstens schon mal kassiert. Und was kann ich für dich tun? Dann nehmen wir das doch direkt mit. Und noch die Aubergine. Produkt freigeschaltet. Gemüselasagne. Die sieht ja nicht schlecht aus. Wie ist das überhaupt mit den Zwiebeln? Was ist denn da die höchste Zahl? 6, ne? Okay. Gut, gut. Also, ihr möchtet auf jeden Fall einen Apfel. Da bin ich mir sehr sicher. Dann nehmen wir den schon mal mit. Klicken mal eben kurz. Dann nehmen wir das mit. Wo sind denn die Möhren? Ach ja, hier. Das dauert jetzt einen Moment, aber sollte hoffentlich alles kein Problem sein. Ich glaube, ich kassiere aber mal. Braucht wahrscheinlich wieder ewig, um sich zu entscheiden. Wow, wir sind erst bei Level 4. Und schon werden die Level echt lang, ne? Wir haben jetzt erst die Hälfte. Wow. Dabei bin ich doch mal so froh, dass am Anfang alles so schnell geht. Aber na gut. So, haben wir hier eine Kombo. Und machen hier mal schnell den Tisch sauber. Was kann ich für dich tun, mein Lieber? Du bekommst eine Apfelsine in der Box, bitte sehr. Ach ja, guck mal, haben wir doch schon den ersten Stern. Ist doch alles gut. Und bis jetzt hat noch niemand die Zwiebeltüte bestellt. Was ich auch mal sehr merkwürdig finde, dass es dann so eine Herausforderung gibt. Und es dann irgendwie Luxushonig. Ach, das ist wirklich Honig, okay. Ja, und dass es dann so programmiert ist, dass komischerweise niemand das haben möchte. Aber okay. So, kann ich den Apfel eben kurz mitnehmen? Das ist wahrscheinlich auch blöd, ne? Gehe ich erst hier hin und dann dahin. Wir haben schon die drei Sterne. Ja, super. Dann kann man sich jetzt entspannt zurücklehnen. Ach komm, ich kassiere bei dir mal eben. Und du bekommst den normalen Honig und einmal eine Apfelsine. Dann räume ich mal eben den Tisch ab. Dann haben wir da nämlich gleich eine Kombo. Wenn er sich jetzt relativ schnell entscheidet, dann haben wir sogar eine Dreier-Kombo. Über 900, fast 1000 Punkte. Und zwei für dich, bitteschön. Ach, ich freue mich so, wenn der Roadtrip dann tatsächlich losgeht.
Aber ganz ehrlich, immer noch die Sache da mit Patrick und dass der noch nie in seinem ganzen Leben Blumen unter freiem, Zwiebeltüte unter freiem Himmel angebaut hat. Dass er das ja biologisch macht, finde ich auch sehr gut. Aber naja, so Leute, das war's. Einer wollte eine Zwiebeltüte. Wow. Möchtest du vielleicht auch noch eine? Nein, möchtest du nicht? Okay. So, dann räumen wir hier mal eben schnell auf. Und können dann hier abkassieren. Ja, hat so gut funktioniert, würde ich sagen. Saubere Tische haben wir auch, wir haben alles aufgefüllt. Ach, großartig. Ja, Emily, war ein erfolgreicher Arbeitstag. Emily, hast du meine E-Mail über die neuen KPIs bekommen? Nora, du weißt doch, dass das alles ein Buch mit 7 Siegeln für mich ist. Was ist mit der Mail, die ich dir über deinen Online-Social-Kapital-Index geschickt habe? Und was ist mit meinem Bericht über die Share-of-Voice-Metrik des Blogs? Ich habe den vielleicht kurz überflogen? Emily, ich fasse es kurz für dich zusammen. Dein Videoblog kommt bei sehr vielen Leuten richtig gut an. Du hast schon lange nichts mehr gepostet und trotzdem besuchen die Menschen die Site und hinterlassen Kommentare zu den Videos. Die Site, ach wie geil. Und sie sagen alle dasselbe. Wo ist Emily? Wir wollen mehr Emily. Nora, wie ich schon sagte, ich verspreche dir, dass ich darüber nachdenken werde. Aber das muss bis nach unserem Urlaub warten. Okay, aber warte nicht zu lange. Wenn unser NPS-Wert anfängt zu sinken, dann steigt unsere Absprungrate an und die Werbetreibenden werden wegen unserer TKP die Stirn runzeln. Genau, absolut. Okay. Wie schön, dass die Nora sich da so gut auskennt. Alte Freunde. Ein sehr guter Freund von Emily kommt gerade. Oh, das ist doch bestimmt François. Aus dem Urlaub zurück. Er hilft immer gerne. Kann er sie auch an einem schwierigen Tag im Laden unterstützen? Ja, das hoffe ich doch. Bonus Trinkgeld. Ja, bitte. Und Stimmungsbonus. Juhu. So, ja, verwenden. Gut, gut. Wie viel haben wir? 650. Dann würde ich sagen... Nagerfreund länger sichtbar ist? Ja, nee. Mit dieser neuen Kamera und Helpage ganz sicher jeden Kunden. Na klar. Dann möchte ich doch lieber die hier haben. Oh, da ist er. Ah, die Paparazzi in dieser Stadt. Also wirklich. François. Du siehst toll aus. Erzähl mir alles über deine Kreuzfahrt. Ich will alle Einzelheiten hören. Süße, du wirst mir nicht glauben, was Sally und ich dieses Mal wieder erlebt haben. Oh, erzähl mir alles. Nun, das ist eine lange Geschichte. Wie wäre es, wenn ich der alten Zeiten wegen etwas helfe? Und wir gehen später etwas zusammen trinken. Meine Eltern babysitten heute bei mir. Ich bin dabei. Gut, denn wenn du die ganze Geschichte hören willst, dauert es ungefähr 4,5 Stunden ohne Pause. Hört sich für mich so an, als ob wir da dafür ganz schön trinkfest sein müssten. Ich nehme an, dass ich dich einlade. Nun, da sage ich nicht nein, Emily. Vielen Dank. Okay, ich überlege gerade, hör die François Geschichten an. Gab es noch einen... Ja, okay. Gab es noch einen neuen Sally-Teil oder habe ich den neuesten gespielt? Waren die im letzten auf einer Kreuzfahrt? Ich weiß das schon gar nicht mehr, muss ich zugeben. Aber in der Zwischenzeit, also ich habe jetzt schon lange keine Videos mehr gemacht, es kam ein neuer Embers Airline-Teil, das weiß ich wohl. Es kam definitiv ein neuer Angela-Teil, oder waren das sogar zwei? Nee, zwei können eigentlich nicht sein, ne? Hallo Karl. Also definitiv ein neuer Angela-Teil. So, was ist mit dir, mein Freund? Gemüselasagne? Ach, die muss auch nicht in den Ofen oder so, alles klar, die liegt da einfach schon so... fertig herum. So, Paige kann ich dann gleich wieder zu den Tischen schicken. Sofern hier endlich mal mehr Leute hinkommen. Das ist echt so, dass sie diesmal super lange zum Entscheiden brauchen, oder? Oder meine ich das nur? Oh, ich muss zu François. Moment. Ich komme. Ich höre mir sehr gerne deine Geschichten an. Ich muss dir unbedingt erzählen, wen ich alles getroffen habe. Ja, dann mach das doch.
So, Paige, du gehst hier hin. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob er da beim ersten Mal irgendwas gesagt hat. Zweimal Ananas und nochmal zweimal Ananas. So, zweimal Zwiebeln für dich. Und ich glaube, ich kassiere schon mal. Was ist mit dir, mein Lieber? Einmal den Apfelkuchen und zwei Apfelsinen, bitte sehr. Oh, François, ich komme zu dir. Und wie geht es den Zwillingen? Sind sie schon so groß wie Paige? Das wäre sehr merkwürdig, wenn sie so groß wären wie Paige. Aber na gut. So, dann kannst du gleich mal die Zwiebeln auffüllen. Na komm, hier kann ich auch schon mal abkassieren. Oh, oh, mit den Punkten sieht es aber gerade nicht so gut aus. Ich brauche mehr Kombos, ich brauche mehr Leute. Dann schnappe ich mir auch einfach mal das hier. So, dann bekommst du eine Apfelsine und nochmal zwei Apfelsinen. Ja, Moment, François, ich komme. Ich höre mir gerne deine Geschichte an. Dann hättest du mir nur im Pool von der Kreuzfahrt, hättest du mich nur sehen können. Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich wusste, ich muss hier noch kassieren und auch Paige dahin schicken. So, zweimal Ananas für dich. Ach, wie süß sie aber auch ist, ne? Da die Fotos macht. Ach ja, Paige, wir haben schon so viel gemeinsam erlebt. Moment, Ananas und Zwiebeltüte, Apfel nehme ich auch direkt mit. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeinen Teil verpasst habe. Du wirst es nicht glauben, ich habe sogar den Kapitän getroffen. Boah, das ist ja super, François, war ganz toll. Ist auf einer Kreuzfahrt, das ist auch, glaube ich, nicht so ungewöhnlich, ne? Oh, ich sollte hier mal ein bisschen... bisschen zu Potte kommen. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Ich muss da noch den Tisch abräumen. Die wollen voll viel. Ich habe noch nicht kassiert. Das muss in die Pfanne. Dann nehme ich den Apfelkuchen mit. Dann nehme ich zwei davon mit. Dann mache ich das mal eben fertig. Dann hole ich die hier raus. Was fehlt bei euch jetzt noch? Ich habe keine Ahnung. Einfach mal hinbringen und gucken, was ich alles habe. Ah, okay, da habe ich alles. Dann können wir hier abkassieren. Ich denke aber, wir werden es trotzdem schaffen. Ja, das sieht gut aus. So, wildes Rumklicken, das kommt weg, das füllen wir auf, dass wir da auf jeden Fall auch den Bonus noch bekommen. So, dann kassiere ich und du bekommst, nein, zwei und nochmal zwei. Bitteschön, wir räumen auf. Und dann wird abkassiert und das hier kommt auch noch weg. Hast du mal wieder toll gemacht, Emily, sehr schön. Mit Unterstützung deiner liebreizenden Tochter und spannenden Geschichten von François, der ja immer noch sein eigenes Spiel bekommen sollte. Ein kleines Vögelchen hat mir geflüstert, dass sie ohne mich in den Urlaub fahrt. Was? Der kommt nicht mit? Willst du wirklich zwei Wochen lang zusammen mit einem Ehepaar und drei kleinen Kindern an der Küste deine Zeit verbringen? Das hängt davon ab. Kann man da gut einkaufen? Vor allem, weil er gerade erst im Urlaub war, ne? Nicht wirklich, aber es gibt dort Sanddünen, Gezeitentümpel, Wanderwege, Radtouren, Salzwasser... Salzwasser? Toffee? Was? Auf einmal erscheint es gar nicht mehr so schlimm, zu Hause zu bleiben, um meiner Mutter beim Ausmisten ihrer Garage zu helfen. Aber ganz im Ernst, Patrick und ich können es kaum erwarten. Seit der Geburt der Kinder haben wir nicht mehr so viel freie Zeit zusammen eingeplant. Patrick hat es ganz besonders nötig, seine Batterien aufzuladen. Oh ja. Also, das Aufladen von Patricks Batterien überlasse ich voll und ganz dir, meine Liebe. Ach komm schon, lass uns eine Runde lästern. Ach ja. So, du hast das Kleinbus-Camp freigeschaltet. Sehen wir es uns an. Okay. Ach, da kann ich ja die wundervollen Fotos machen, genau. So wie es aussieht, werden die O'Malleys noch etwas länger auf einem Campingplatz bleiben. Wer will beim Zeltaufbauen helfen? Niemand, niemand. Ich. Dieser Ort braucht dringend eine kleine Schönheitskorrektur. Warum geben wir nicht diesen Diamanten aus, um hier aufzuräumen? Das ist eine ganz großartige Idee. Hier kannst du deinen Diamanten ausgeben und das Camp verschönern. Wow. Wow. Ich habe jetzt 10. Ich will das Objekt nicht kaufen. Muss ich das... Ich will das nicht kaufen. Ich will das hier. Ja, komm, dann kaufe ich das halt.
Stell dir nur all die vielen Stunden vor, die wir unter dem Sonnenschirm entspannen können. Ja, wow. Das ist ganz toll. Das ist ganz, ganz toll. Ich möchte trotzdem lieber den hier. In Gelb? Na, das passt natürlich so super da zum... Also in Orange passt das super da zum Bus. Ach komm, wir machen Emily-Style. So, natürlich machen wir jetzt wieder ein Foto. Ja, all die schönen Stunden, die wir hier entspannen und all die schönen Fotos, die wir machen. Ganz wunderbar. Und weiter geht's mit der nächsten Herausforderung. Smoothies für alle. Hol dir 12 Smoothies, okay? Machen wir. Zitronenkorb, ja bitte. Und ich glaube, ganz so viele Münzen haben wir nicht. 500, doch. Was ist das denn hier? Diese wunderschönen Blumen verbessern die Laune der Tischkunden und ihre Herzen verschwinden langsamer. Genau das Richtige für uns, Emily. So, ab geht's. Wo sind die Smoothies? Ach da. In den Herausforderungsleveln gibt es ein vorgeschriebenes Ziel. Ja, danke, das weiß ich doch. Heißt, hole dir 12. Ich kann die einfach draufpacken und das zählt schon. Das wäre natürlich cool. Ah ja, zählt. Okay, weiß ich Bescheid. Also zwischendurch immer ein paar Smoothies machen, wenn es die Zeit hier gerade zulässt. Achso, zweimal Ananas, okay. Sind auch fertig, das ist für euch. Dann schicke ich Paige. Paige, warte. Die anderen möchten auch von dir begeistert werden. So, ein Smoothie haben wir schon. Lasagne schnappen wir uns auch. Mache ich direkt noch einen fertig. Das Geräusch ist auch zum Glück gar nicht nervig, was dieses Smoothie-Dings da macht. Aber gut. So, komm, wir schnappen uns den mal. Haben wir direkt noch einen. So, Moment. Für dich haben wir einmal die und 1, 2, 3 Zitronen. Ja, es wird gerade ein bisschen voll hier, aber gut. Ich hoffe, das kriegen wir schon hin. Dann haben wir nochmal die. Da räumen wir eben fix auf. Dann sind die Karotten auch schon fertig. Ja, komm, die beiden haue ich jetzt mal runter. Mach direkt noch einen. Weil es werden mit Sicherheit keine 12 Leute kommen, die einen Smoothie bestellen. Da bin ich mir fast sicher. So, 2 Zitronen und 1, 2, 3 Zitronen. Bitte schön, meine liebe Paige, du kannst ein Foto machen. Dann haben wir nochmal 2 und nochmal 3. Achso, Schleife habe ich schon, alles klar. So, ihr bekommt einmal die Möhren, das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Bring euch das hier vorbei, hol das dann ganz schnell raus. Oh, das war gut geplant. Abgesehen davon, dass ich denen das jetzt erst bringen kann. Aber gut, das kommt weg. Den schnappen wir uns. Sie kann jetzt mal ein bisschen warten. So, Hälfte haben wir schon. Dann bekommst du Zwiebeln und 1, 2, 3 Zitronen. Der ist auch fertig. Oh nein, sie hat das Herz... Oh, sie hat das Herz verloren. Ja, jetzt bin ich hier ein bisschen lahm. Luxushonig. Moment, aufräumen. 1, 2, jetzt wird mein Inventar ganz schön voll. Moment, erstmal kassieren. So, Paige dahin schicken. Dann machen wir die hier einmal fertig. Das haue ich alles raus. Dann haben wir zweimal die Ananas. Das nehmen wir mit. Und den Apfelkuchen. So, Smoothie schnappen wir uns. Den hauen wir raus. Zweimal die Zwiebeltüte. Den nehmen wir mit. Und ein Apfel. Ich glaube, er ist der Erste, der jetzt einen Smoothie bestellt hat. Kann das sein? 1, 2, 3, 4 Zitronen gibt es noch dazu. Bitte sehr. Na komm, ich kassiere mal. Da räumen wir auf. 3 Stück müssen wir noch machen. Erstmal nehmen wir Zitronen mit, dann noch die Zwiebeln. Ja, haben erst die Hälfte der Punkte, aber ich denke, das wird noch. Ich habe auch gar nicht darauf geachtet, ob es für die Herausforderung auch noch extra Punkte gibt. Weiß ich gerade nicht. Also Zwiebeln auffüllen, Paige geht hier hin. Na, einen kann ich aber behalten, falls die zufällig einen bestellen möchten. Sehr gut. Plus den Apfelkuchen. So, Aufgabe geschafft, würde ich sagen. Dann haben wir zweimal Ananas und einmal den Apfelkuchen. Du bekommst 1, 2, 3 Zitronen und nochmal 3 Zitronen. Dann haben wir Luxushonig und eine Zitrone. Und Paige kann wieder ein paar Fotos machen. Ach Mist, bei denen hätte ich jetzt eine Kombo machen können. Egal, also Gemüselasagne. Hier, 1, 2 davon. Es ist ganz schön viel los. Apfel kann ich mitnehmen. So, ich glaube, ich kassiere mal eben, bringe euch das und bringe euch dann den Apfel. Oh, Moment. Nein, schon verbrannt. Shit, schon verbrannt. Ach, wie doof. Na ja, gut.
wunderbar. So, bitte sehr. Dann kassiere ich mal eben. Dann machen wir das hier oben fertig und nochmal zwei Zitronen. Dann kommst du die hier. Ich kassiere kurz und 1, 2, 3, 4 Zitronen. Dann sind die auch fertig. Dann haben wir eine Zwiebeltüte und zweimal Ananas. So, jetzt kann der ganze Kram hier auch weg. Jetzt muss noch aufgeräumt werden. Und geschafft. Ja doch, also die Level dauern wirklich lange. Wir haben mit Level 4 angefangen, haben Level 4 gespielt, Level 5 und eine Prüfung. Und ich bin jetzt schon bei 20 Minuten. Krass, also fast 20 Minuten. Wir spielen aber auf jeden Fall noch Level 6. Schlechter Scherz. Patrick macht sich Sorgen über die Zukunft seines Blumenladens. In der Zwischenzeit erhält Emily eine unfreundliche Überraschung. Oh. Was könnte das nur sein? Leute, es war mir eine Freude, aber jetzt ist das Zeitalter des Gemüses angebrochen. Zeit, Platz zu machen. Nein! Papa, du hast doch gesagt, dass du sie wieder heile machen wirst. Paige, Liebling, diese Blumen sind ja nicht schlecht oder so, aber viel besser werden sie unter meiner Pflege nicht mehr werden. Und Mama verkauft all ihr Gemüse doch so erfolgreich. Es ist noch nicht zu spät, wenn sie mehr davon anpflanzen will. Dafür braucht sie allerdings Platz. Und was wirst du da mit all den Blumen machen? Nun ja, ich dachte mir, dass ich sie zerhacken und darauf herumspringen werde, um sie so in Kompost zu verwandeln. Ich mach doch nur Scherze, wirklich. Warum verschenken wir sie nicht einfach, hm? Komm, machen wir uns an die Arbeit. Wir müssen ja auch noch für unseren Urlaub packen. Ja, ich glaube, für den Urlaub packen... Oh Gott, mache keine Fehler. Das bedeutet, nichts darf anbrennen und Smoothies dürfen nicht verschüttet werden. Ist das richtig? Vermutlich, ne? Also, es ist Konzentration gefragt. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach ja, dass für den Urlaub packen wahrscheinlich doch ein bisschen wichtiger ist als... als Blumen verschenken. Aber gut... So sind sie halt, die Omelis. Immer eine gute Tat. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Karl, du bist genau dahinter. Ich hab dich. Ich schnapp mir eben den Apfel. Dann gehe ich aber erstmal hier unten hin. Genau. Dann bekommt ihr das. Ihr bekommt den Apfel. Oh, schaut mal, wir haben jetzt auch Traubengelee oder Marmelade oder wie auch immer. 1, 2, 3, 4. Heißt, mache keine Fehler auch, dass ich nichts vom Tablett entfernen darf? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? 1, 2, 3. Oder was Falsches servieren darf? Nee, glaube ich auch nicht, ne? Ich glaube, es geht wirklich nur um Anbrennen oder Überlaufen. So, Zwiebeltüte, Ananas und Dreier-Kombo. Wow. Ja, so mag ich das. Die entscheiden sich doch jetzt viel schneller, oder? Oder es kommt mir nur so vor, weil viel mehr Leute kommen. Dass man irgendwie immer was zu tun hat. Nee, die entscheiden sich genauso lahm. Es kommen einfach nur mehr. So, Paige, kannst wieder Fotos machen. Oh, ihr wollt einen Apfel. Ja, Moment, ihr da unten. 1, 2 und 1, 2. Oh, roter Apfel. Sehr gut. Karl haben wir auch schon. Ach gut. Dann passt das ja hier alles. Komm, wir kassieren schon mal. Ist die rechte, die hier, nicht irgendeine von einer Ranch oder so? Ich weiß jetzt gerade nicht, in welchem Spiel das war. Ich komme da ja auch mittlerweile total durcheinander, muss ich sagen. Aber irgendwie kommt die mir gerade so bekannt vor. Ach, im Endeffekt sind das ja eh immer die gleichen. Die haben dann vielleicht mal andere Klamotten an oder mal eine Kopfbedeckung oder so. 1, 2, 1, 2. Karotten rausnehmen und Honig mitnehmen. Paige, warst du schon hier? Ich glaube nicht, ne? 1, 2, 3 davon und nochmal 3 davon. So, ihr wollt den Apfel, den bringe ich mal eben kurz vorbei. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4 Zitronen. So, eine Kombo, sehr schön. Könnte ich vielleicht bei den beiden hier auch machen. Je nachdem, wann Omi sich entscheidet, wird das heute noch was. Du bekommst einen Smoothie und eine Zitrone. Ja, hat sogar noch funktioniert. Er hat sein Herz noch behalten.
sicher, es ist gerade wieder wenig zu tun. Was möchtet ihr haben, ihr Schnuckis? Ihr möchtet... das war unlogisch. Ich sollte erst das mitnehmen. Und ich hätte Paige hinschicken können, schon längst, aber naja. So, das kommt in die Pfanne. Wir schnappen uns die Zwiebeln. Emily, nimm es schnell bitte mit. Dann machen wir einen Smoothie, dann machen wir das nochmal in die Pfanne. Ich kassiere mal, sonst ist hier definitiv zu viel los. So, dann nehmen wir die Tüte mit und ein, zwei davon. Paige, kannst hier gehen. So, was haben wir da? Wir haben einen Smoothie, wir haben einmal das hier, wir haben zwei davon. Ja, den nehmen wir erstmal mit, das nehmen wir mit. Dann kassiere ich kurz. Was fehlt uns noch? Das hier oben. So, das ist für euch. Habe ich schon den... Nee, Apfel habe ich noch nicht. Habe ich Paige das schon hingeschickt? War die nicht schon da? Naja, egal. Doppelt hält besser. 1, 2, 3, 4. Naja, dritten Stern kriegen wir auch. Alles kein Problem. Zweimal Ananas, bitte sehr. So, dann haben wir 3 Zitronen und nochmal 3 Zitronen. So, eben das hier kurz auffüllen. Dann da oben hin flitzen. Und hier nochmal kassieren. Sehr gut gemacht, Emily. Keine Fehler. Alles aufgeräumt, alles aufgefüllt. So muss es sein. Was meinen Sie damit? Sie haben das Zimmer doppelt belegt. Ich habe alles vor 6 Monaten reserviert. Ja, ich habe Ihr sehr großzügiges Angebot gesehen, ein anderes Zimmer zu Ihrem Sondereclipse-Preis zu buchen. Der ist aber jetzt 3-mal so hoch. Wissen Sie was? Vergessen Sie es einfach. Ich werde schon etwas anderes finden. Ich kann nicht glauben, dass Sie das getan haben. Wir hatten uns doch so auf diesen Urlaub gefreut. Es tut mir leid, dass dir das widerfahren ist. Versuche es doch so zu sehen. Vielleicht solltet ihr dieses Jahr ja nicht ans Meer fahren. Vielleicht versucht das Universum, euch in eine andere Richtung zu weisen. Dann werde ich versuchen, auf die Weisheit des Universums zu vertrauen. Jetzt muss ich aber erst einmal meiner Familie erzählen, dass wir eine andere Lösung finden müssen, wenn wir in den Urlaub fahren wollen. Ja, da wird sich ja bestimmt was finden, sag ich jetzt mal so. Was haben wir denn hier Schönes? Ein neues Foto. Ja, okay. Stand da nicht irgendwie? Gib deine persönliche Nachricht ein. Achso, du hast die ersten 5 Level abgeschlossen. Okay, und was war das hier? Du hast wahrscheinlich das Tutorial. Ach, da unten ist immer die Info. Alles klar. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.